Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crate Server Let's Play. Und heute tatsächlich mal probieren wir mal unsere neuen Werkzeuge aus, die jetzt auch alle aufgeladen sind. Bin mal gespannt, wie lange die Dinger reichen, wenn wir die mal wieder aufladen müssen. Ja, so hier, genau. So, okay. Ja, jetzt noch die Scheiße mit bei. Was bist du eigentlich? Okay, der gibt mir die Sachen zurück. Ich dachte schon, der hier löscht einfach alles. Aber nee, er gibt sie mir ins Inventar zurück. Wäre praktisch. So. Weg da, weg da, weg da, weg da. Danke, danke. Achso, halt. Danke, danke. So. Der Bohrer hat jetzt, wie war das? Shift? Nein. Q bei mir. Einzelblock. Okay, der baut die Sachen ganz normal ab. Huhu. Aber instant. Okay, das ist nicht schlecht. So, Rechtsklick macht gar nichts. Okay. Q, drei Blöcke tief. Ah, okay, genau. Und wenn ich jetzt nach unten abbaue. Okay, der nutzt immer die gleiche Orientierung. Hä? Momentchen mal. Wenn ich jetzt hier so abbaue. Ah, okay, also mit tiefer meint er immer die Blickrichtung in der Waagerechten. Das heißt, ich stehe jetzt hier so rum, baut da so. Wenn ich jetzt so stehen würde, würde er wahrscheinlich in die Richtung abbauen. Können wir mal schnell hier überprüfen. Ja, okay. Ist also immer Blickrichtung auf die Waagerechte bezogen. Okay, gut, was auch logisch ist, weil meistens baut man ja in die Breite, ne? Man guckt ja nicht nach unten, im Normalfall. Außer man baut nach unten, ja, okay. So, drei Blöcke breit ist jetzt wahrscheinlich seitlich, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier abbaue, hopp, genau, sind die drei Blöcke weg. Ist also doch relativ intuitiv, wenn man weiß, wie es gemeint ist. Sehr praktisch. Und nach unten hin ist wahrscheinlich jetzt der Block und der Block und der Block, ne? Ja. Okay, okay. Das macht Sinn. Ja. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe. So, was gibt's noch? Hoch. Okay, ich dachte, er macht dann quasi, wenn ich jetzt hier raufgehe, dass er den und den Block wegmacht. Aber, er macht immer den Block, wo man drauf guckt und die nach unten gehen. Also, den und den Block jetzt. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd. Dreimal drei Blöcke. Das ist natürlich, ich mache mal kurz erstmal hier weg, damit ich hier reingehen kann. Danke. Ist zwar nur Cobblestone, aber hey. So, dreimal drei Blöcke. Achso, ja eben, 3x3, nicht 3x3x3. Er baut also nur 9 Blöcke ab, nicht 25. Okay, ja. Also einfach eine Scheibe vor sich. Cool. Aber halt instant, ne? Oh, ey, 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 ey. Dann stehen uns ja ein paar schöne Höhlentouren bevor. Cool. Kann man damit auch nach unten abbauen? Ja, kann man. Geil. Okay, das ist cool. Cool. Okay, das ist doch praktisch. Das war also schon mal der Bohrer. Jetzt kommt der Laser. Hat ja auch verschiedene Modis. Okay, der hat schon mal keine verschiedenen Modis. Der hat auch keinen Rechtsklick, wie der andere auch. Und der verschießt. Ah, okay. Verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Block runtergehe, so, kann ich jetzt. Oh, warte mal kurz. So, genau. Genau. Hier ist der Eingang. So, jetzt kann ich quasi hier einen Block lang schießen.
Und hier einfach lang schießen. Und schon habe ich einen Weg. Wie geil ist das denn bitte? Wow. Okay, das ist schon heftig. Das ist schon krank. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit schießt dieser Laser? Habe ich jetzt da gerade nicht sehen können, weil er das Wasser kam. Also Zuckersand vor allen Dingen. Ich gehe mal hier hinten hin. So, oh, hier ist. Okay. Ich gehe mal jetzt hier rein. Okay, es geht auf jeden Fall schon mal so tief, dass man hinten nichts mehr sieht. Interessant, jetzt muss ich hier einen Block runter. Und so. Habe ich eine Fackel dabei? Ja, habe ich. Boah, geht ja weit. Alter. Okay, das ist natürlich. Damit zu bauen ist natürlich relativ schwer, weil du musst halt erstens gut zielen. Und ja, du musst halt dann sowieso die ganzen Blöcke wieder ein. Also, ich glaube, mit dem Laser werden wir dann wahrscheinlich nicht so viel arbeiten. Aber hier dieser Bergbaubohrer. Ich meine, what the fuck? Okay, das macht jetzt schon Laune. Schon haben wir Tunnel gebaut. Gut, der Akku geht bei so starker Benutzung geht der Akku auch sehr schnell runter. Merkt man schon, ne? Der verbraucht ganz schön viel Akku. Das ist schon. So, damit keiner weiß, dass wir hier irgendwas gemacht haben. Ne? Wir waren hier ganz. So und so, damit es ein bisschen natürlicher aussieht. So. Da weiß niemand, dass wir da jemals irgendwas gemacht haben. Alter, aber wie geil das bitte ist. Ah, das ist schlecht. Ah, okay. Stimmt, genau. Der hat hier 5 Funktionen. Das heißt, diese fünfte mit diesem 3x3 ist wahrscheinlich exklusiv für den MK3, ne? Weil der rote, also die Vorgangsstufe, der grüne, glaube ich, der hat ja nur bis zur Funktion 4. Da wäre natürlich die Frage gewesen, was der einer kann, also der rote quasi. Aber auf jeden Fall, der blaue, ja, also ich schätze mal, das ist geil, ne? Und bei dem Laser ist wahrscheinlich auch einfach nur die Länge des Lasers, die sich von Version zu Version ändert. Das heißt, bei dem wäre wahrscheinlich sogar die erste Version am sinnvollsten fast gewesen. Aber wie gesagt, mit dem langen Laser, den der hier ausstrahlt, ist natürlich schon relativ heftig. Ja, ist schon nicht schlecht, ist schon echt nicht schlecht. Wow. Gut, wir müssen natürlich tierisch aufpassen, weil wenn ich mit dem Ding auf einmal hier irgendwo, wenn ich bei meinem Haus bin und da einfach mal raufklicke aus Versehen und das Ding mein halbes Haus abbaut, ist natürlich dann sehr schade. Aber ich sag mal so, der Bohrer zum Beispiel, gerade mit diesem Instant-Abbauen, ja, es ist halt schon geil. Das klingt nach einer Menge Fun. Da können wir uns in den nächsten Folgen auf die Suche nach Uran machen, ne? Mit dem Spielzeug wird das ein Spaß. Alter, das ist geil. Ah, das ist cool. Das ist cool. Okay, das heißt, lass mal überlegen. Ich bin gerade am Überlegen, weil der Akku geht relativ schnell runter. Und wir haben ja noch 3 Energiekristalle. Baue ich mir davon gleich noch ein? Ah, schön. Wie teuer waren die Dinger nochmal? Ich frage nur für einen Freund. Ach ja, da brauchte ich ja diese. Ja, okay. Die brauchen leider auch. Ja, das war das mit diesen vielen Diamanten. Ha, schade. Nee, dann lasse ich das mal lieber. Nochmal 28 Diamanten ausgeben. Das bricht mir das Herz. Wobei, so viele Diamanten haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Ja. Oh, Alter, aber. Gut, was hat leider Pain in the Ass? Ist das langsame Aufladen. Ach ja. Aber ist schon echt geil. Okay, das heißt, mit der Funktion 5 werden wir wahrscheinlich eine ganze Menge arbeiten in Zukunft. Aber wie gesagt, das macht natürlich das Minenausbauen super schnell.
Mit dem Laser, es macht wahrscheinlich nur Sinn, solange wir einfach nur Tunnel bauen, also für uns selber umstellen, um vorhin zu kommen, Tunnel bauen. Ansonsten so zum Rohstoffe abbauen oder zum schöne Tunnel bauen. Wie gesagt, ist der Laser eher ungeeignet, würde ich jetzt mal so sagen. Da, das ist schon echt geil. Da war es mit den 28 Diamanten schon echt fast wert. Hier haben wir zum Glück keine gebraucht. Ah, schon geil. Ist schon geil. Ja, doch, ist schon cool. Cool. Ja, müssen wir nur noch herausfinden, warum diese Kack-Transformer hier nicht funktionieren. Was mit denen los ist. Das ist doch Bullshit. Haben Sie da irgendwas bei dem Update jetzt geändert, dass man dann nach dem Update irgendwas Spezielles für die Dinger braucht oder was? Wir können ja mal ganz kurz bei der Manpage nochmal nachlesen. Oh gut, jetzt mittlerweile auch voll. Sehr geil. Ich packe die beide erstmal sicherheitshalber hier rein. Weil wie gesagt, dadurch, dass sie halt instant abbauen, ist es natürlich auch sehr gefährlich. Gerade wenn ich hier beim Reaktor einfach mal was abbaue. Whoops. Kernschmelze, ich komme. Ja, das wird ein Spaß, oh Mann. Oh Gott, wir haben hier definitiv zu viel High-Level-Shit drin. Da kann halt mittlerweile so viel schief gehen. Ah, geil. Okay, ich würde mal ganz kurz Programm beenden. So. Ich mache mal sogar ein auf so. Und dann starte ich mal kurz meine Browser und mache da mal kurz mal, wie war das? Ich komme. So. Mindtest Technik Manual. Kommt man darauf? Ja. MendelDB. Sehr gut. Switching Station war dieses Management-Ding. Wir brauchen, wie ist das andere? Oh Gott, wie ist Wie ist das Ding jetzt? Oh, fuck. So nicht wahr. Jetzt fällt mir nicht mehr ein, wie das Ding hieß, ey. So. Switching Station, Entweder Control Block. Power Supply garantiert nicht. Das ist so einfach. Das Ding heißt Konverter. Okay, gut. Könnte man drauf kommen. Kein Mensch auf Erden sagt Konverter dazu, aber okay. So, Supply Converter Node. Here is can be converted from one to another using the Supply Converter Node. The top connect to the input, the bottom to the output. Ah. Hat also dort doch eine spezielle Richtung. Ihr Top connects to the input, the bottom to the output network. Configure the input power by right-clicking it. Jetzt stellt sich aber die Frage, wir hatten das denn ja kurzzeitig mal richtig rum angeschlossen gehabt. Warum hat es da aber immer noch nicht funktioniert? Warum? Also Fenstermodus? Fenstermodus. So. So, Solarzelle ist mal kurz getrennt, damit wir mal testen können, ob actually, wir müssen eigentlich mal die Batterien hier alle kurz abbauen. Achso, müssen wir erstmal ja die Upgrades hier rausnehmen. Obwohl, ganz ehrlich, ein reicht.
wieder habe ich schon wieder so viel Scheiße dabei. Bam. Das Ausgleichen, das funktioniert natürlich sofort, ja. Da arbeiten die wie so Kondensatoren, ne? Wenn du so zwei große Kondensatoren zusammenklatscht, da gibt es auch einen riesen Funke. Und da sind die beide relativ schnell ausgeglichen. Aber hier, wenn ich hier so Werkzeuge reinpacke, hier in das Aufladen, das dauert natürlich wieder ewig. War ja klar. So, mal die schnell die Batterien reinmachen. So. Also jetzt gerade laden sie gar nichts, weil er nichts hat. So. Jetzt bauen wir den ja nochmal um. Und dann bauen wir es auch gleich mal etwas schöner. Weil es ja so leider auch endgültig sein muss. Das heißt, wie bauen wir das Ganze am schönsten? Ich nehme dich kurz ab hier. Was macht eigentlich das AKW, wenn hier nichts angeschlossen ist? Dann geht es ja in den Pausenmodus, ne? Hat kein Netzwerk, genau. Und das macht mir auch kein... Ach doch, okay, Schaden macht es immer noch. Okay. Stimmt, genau. Schaden macht es nur dann nicht mehr, wenn es wirklich... Also wenn die Woche halt rum ist. Und deswegen nicht aktiv nicht mehr genutzt wird. So war das. Okay, sag mal, wenn wir mal wieder weit essen hier. Dankeschön. So, wie bauen wir das jetzt am dümmsten? Das Problem ist halt, der Strom muss erstmal... Erstmal muss der Strom von oben reinkommen. Ich meine, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Kabel gleich ein bisschen weiter nach hinten verschoben, ne? Ich glaube, das mache ich auch ganz ehrlich. Weißt du was? Ja. 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 Lalalalalalala. So, müssen wir den jetzt mal auf einen Modus schalten. Ein Einzelblock, genau. Oh, geil. So, hier nehme ich auch. Muss ich überlegen. Das muss bis nach ganz oben. Ich würde fast sogar direkt zwei Blöcke reingehen. Oh, Alter. Dieser Einzelblock-Modus, der ist halt echt geil. So, erstmal hier Dinge abbauen. Verdammt. I hate my life. Verdammt. Ich brauche echt nochmal so einen Kackblock hier. Mein Inventar schon wieder so scheiße unübersichtlich. Ah, alles weg hier. Weg, weg. Und jetzt so? Ich habe keine Ahnung. Weg damit. Weg. Warum habe ich nur einen einzigen Cobblestone? Warum ist hier jetzt dunkel in Berlin? Oh Leute, was ist denn los mit euch? Von da oben kommt doch Licht. Warum ist... Achso, das ist ja Licht. Okay. Ist hier unten einfach nur zu dunkel. So, wo kommt denn da eigentlich Licht her? Ach, da habe ich eine Fackel hingesetzt. Das erklärt einiges. Weißt du was? Dann setze ich mal hier auch eine Fackel hin. So. Okay. Ganz ehrlich, so, das kommt bis da weg. Jetzt brauche ich das hier und das kommt jetzt bis nach ganz hinten. So, so. Kommt dann hoch. I hate my life. Wobei, wir müssen ja hier sowieso wieder Blöcke hinbauen. Ja, hat gut funktioniert. Dafür wäre Cleanstone wahrscheinlich sowieso optisch besser, wobei hier ist sowieso alles Baustelle. Da brauchen wir auch keinen Cleanstone für. So, das geht jetzt bis nach... Nee, eben, der ist falsch. Ich muss hier hinbauen.
Oder ist es da unten eine Zweierhöhe oder ist es nur eine Einerhöhe? Och Leute, leckt mich. Okay, hier ist schon eine Zweierhöhe. Das heißt, der Block so war tatsächlich richtig. So, das heißt, ab jetzt können wir hier so. Kohle. Danke. Okay, müssen wir mal überlegen, wie bauen wir jetzt hier weiter? Der Transformer. Ach ja, der Schaltkasten muss ja auch noch dahinter, ne? Boah. Bäh. Boah. Bäh. Ja, viele jetzt am dümmsten. Gut, das heißt, du kommst da weg, du kommst dahin, du kommst weg und du kommst weg. Ist auch egal. So, du kommst nach da und 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 nach. Da. Hallo? So. Schaltanlage ist da. Der kommt jetzt nach oben rumgebogen und der kommt jetzt hier unten ran. Bumm. Stromwandler ist falsch verkabelt. Genau, weil nämlich die MV-Leitung jetzt noch fehlt. Und die will ich jetzt ganz einfach, obwohl ich jetzt total lazy bin. Den muss ich aber hier erstmal trennen. Würde ich das Ding einfach hier unten drunter verbinden. Also so. Tada! So, muss das hier noch verbunden werden? Und jetzt ist der immer noch bei 0 zu 0. Ich hab keinen Bock mehr. Also, Input ist, machen wir mal 10.000. Geht glaube ich gar nicht, ne? Ist jetzt enabled oder nicht? Stromwandler ist ausgeschaltet. Stromwandler enabled. Also jetzt sollte er aktiv sein. Er ignoriert Mesekon-Signale. Jetzt wird er da mal. Genau, controlled bei Mesekon-Signal soll er nicht sein. Das heißt, er müsste jetzt arbeiten. Macht aber nicht. Das Ding muss ich ja leider doch andersrum verkabeln. Das heißt. Oh, das geht so ratzfatz mit dem Ding. Das werde ich direkt. Nee, wie rum war es jetzt so? Hallo? Ja, komm. Genau, die weiße Leitung muss nach ganz oben. Achso, geht ja gar nicht, weil das schwarze Leitung ist. Verdammt! Schwarz muss nach da. Okay, gut, die Rettung halt auch wieder so wieder vor. So. Perfekt. Der macht auch erschreckend wenig bis gar nichts. Aber der macht halt auch nichts. Ist doch Kacke. Lass mal hier. Bildschirm und dann machen wir mal. Achso, habe ich wieder geschlossen gehabt. Verlauf. So, wie war das? Konverter, ne? Konvert. Mehr wird hier gar nicht erwähnt. Supply. So. Konverter. Ja, der wird nur zweimal kurz erwähnt.
Nix und wie wieder funktioniert. Das ist doch eine Scheiße, ey. Boy. Technik. So. The top side is set up as the receiver side, the bottom as the producer side. Once the receiver side is powered, it will deliver power to the other side. Macht's aber nicht. Unused power is wasted just like any other producer. Ja. Aber warum macht ihr denn nix? Was mal du hier weg da. Was verstehe ich denn hier falsch? Wir haben doch jetzt an dem anderen Ende ist das AKW dran. Der hat eine Power, also eine Schaltanlage. Das Netzwerk funktioniert also. Und es geht hier in die Topside rein. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich Strom erzeugen. Verbunden ist die Anlage auch richtig, weil er erkennt, dass HV zu MV konvertiert werden soll. Aber er macht's nicht. Ja. Meter geht nicht. Warte mal kurz. Meta. Mesecon Mode. Wenn Mesecon Mode 0 ist, dann ignoriert er Mesecon. Also dann steht, dass das Mesecon Signal ignoriert ist. Soweit richtig. Aber hier, wenn das Ding aktiviert ist. Achso, ne, genau. Wenn aktiviert 0 ist. Also wenn er nicht aktiviert ist, dann ist es disabled. Genau. Okay, ist also auch richtig. Da, to number. Wo ist die Hauptinit? Hier ist das Hauptding. Das macht mich gerade alles ein bisschen kürre. Weißt du was? Wir probieren es mal. Oh Gott, erstmal wieder ein Fenstermodus gehen. So. Ich würde es gerne mal erstmal probieren, ob diese Anlage bis hierhin funktioniert. Machen wir bis nächste Folge. Das ist ja schon wieder ein bisschen Trial and Error. ja. Gut, bis dann.